Deine Chance, mich zu retten, lag bei 14,9%. Ich bin Nummer 4, auch Linzo genannt. Glücklicherweise konnte ich gerade noch dem Schicksal entkommen, eine Monstermahlzeit zu werden. Ich schulde dir meinen tiefsten Dank. Darf ich dich als Dankeschön mit meinem Wissen und über Zahnräder bereichern? Ja, das ist nicht notwendig. Ich fühle mich, immer noch schuldig, dass ich euch alle vergessen habe. 5. Sag mal, leidest du an einem Fall von akuten Amnesie? Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine solch simple Entschuldigung annehme, liegt bei 0,000037%. Jetzt aber zum Geschäftlichen. Die Aktivierung des Aufzugs erfordert eine Passworteingabe. Es ist 5656. Du kannst es dir einfach mit 21 mal 13 mal 57 geteilt durch 3 plus 469 merken. Geht schneller. Als ob. 5656. Meine Berechnungen sind niemals falsch. Außerdem habe ich Dr. Manilger bei der Eingabe beobachtet. Die Experimente des Doktors haben mir einen enormen Weitsicht verliehen. Vergrößerung inklusive. Entschuldige mich, da ich über eine effiziente Fluchtstrategie nachdenken muss. Ich überlege mir den Rest. Und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Wir sind, glaube ich, durch. Gibt es hier noch irgendwas Schönes, das wir einsammeln können? Ein Pudgy Pudgy oder so? Pudgy Pudgy Pudgy. Naja, was soll hier ein Pudgy machen? Der Pariot hat den aufgefressen. Gehen wir mal zurück. Bam, 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 bam. Alle sind hier, korrekt? Juhu! 5. Wir brauchen dich für unseren super tollen Fluchtplan. Hämisch? Niemals. Du hast den Plan vergessen? Nein. Du hast uns alle vergessen? Nein. Oh, mein Fehler. Versuche dich nicht allzu sehr aufzuheizen, Mausi. Würde Nummer 5 also wirklich einfach so seine Freunde vergessen? Dafür muss es einen Grund geben. Okay, Kätzchen. Denk nach. Wir haben uns immer gegenseitig ermutigt, wenn wir am Boden waren. Wir haben immer davon geträumt, zu fliehen, richtig? Freiheit, blauer Himmel, warmer Sonnenschein. Wenn wir daran glauben, können wir alles erreichen, mein Kätzchen. Was hast du uns vor langer Zeit gesagt? 5. So eine schöne Rede. Ja, ich erinnere mich auch glasklar. Als er sagt, er würde uns helfen. Was? Als er sagt, er würde uns helfen. Heureka! Indem er das Gerät observiert, stimuliert er die Genesung seiner Amnesie. Ja, wir sollten das auch auf jeden Fall tun. Halt mal eure Pfoten still. Was ist das für ein Gerät, von dem ihr da redet? Es ist dieses Baby. Juhu! Oh, cool. Die glorreiche Rachkatze, du hast deine Konstruktion vorgeschlagen, 5. Mit diesem Baby wird die Flucht ein explosives Katzenspiel. Wir haben versucht, es zu starten, aber ohne dich war es zwecklos. Die Rachekatze. Energie, es braucht Energie, um sich zu bewegen. Zweifelsohne, leider. Der Plan ist unfehlbar, jedoch brauchen wir dich, um das Gerät anzutreiben, 5. Ich verstehe. Oh, ich. Okay, ich erinnere mich. Ich entkam und fiel ins Meer. Deswegen musste ich meine Erinnerung verloren haben. Ich erinnere mich an alles. Ich kann mich an euch alle erinnern. Gut gemacht, Naviru. Es tut mir leid, Leute. Es ist schon eine Weile her, nicht wahr? Haha, du bist zurück, 5. Juhu.
Lass uns an diesen infernalen Inhaftierungsort annihilieren und uns flüchtend fortbewegen. Warte. Bevor wir das tun, muss ich Mandelgar zur Rede stellen. Partnerin, kannst du mitkommen? Ich würde doch vorher gerne einfach mein Leben auffüllen. Bitte, ein wenig. Scheint nicht, dass wir die Chance bekommen. Oder sind sie jetzt aufgefüllt? Naruto hat seine Erinnerung endlich zurückgehabt. Bevor du mit der Rachekatze fliehen kannst, musst du Dr. Mandelgar gegenübertreten. Zwei Herzen. Nee. Ich höre hier irgendwas rumstampfen. Ich glaube, das ist mein Rad da los. Das Passwort zu Nummer 4 und es gab ist 5656. Los geht's, Partnerin. Der Doktor ist gleich da hinten. Das ist Bindungserz. Ist das nicht wunderschön? Damit sollte ich in der Lage sein, Monster überall zu kontrollieren. Mit dem Wissen über den Rider-Bindungsstein erlange ich die Bindungserzkraft. So bedauerlicherweise werde ich dir das nun abnehmen müssen. Oh ja. Oh ja. Und du und welche Armee? Nun, da du schon fragst, du Fellknäuel, diese hier. Ein modifizierter Agnaktor. Ja, er kontrolliert einen Agnaktor? Muha, schaut euch mein Meisterwerk an. Sei Zeuge der echten unübertroffenen Macht meiner Geschöpfe. Er kann ihn nicht kontrollieren. Wenn man nur links unten den kleinen Knaben ansieht, der dreht gerade voll am Rad. Herr Manelga, Doktor, ich will Sie nicht beunruhigen. Aber da ist ein Riss. Aber warum? Warum macht der schwarze Pestoch so? Das sieht richtig mies aus, Partnerin. Dieser Agnaktor ist befallen. Oh oh. Wie kann das sein? Mua. Zeit zum Kämpfen, Partnerin. Also los. Oh, ich glaube, das wird ganz schön mies. Mit zwei Herzen. Ich muss, wenn wir hier verlieren, einfach nochmal zurück. Und vielleicht auch ein bisschen trainieren. Ich weiß es nicht. Zeit zu kämpfen. Willst du mich verreppeln? Drachenelement. Okay. Hat das jetzt Geschwindigkeit? Oh, shit. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich bin so am Arsch. Oh Mann. Mit etwas Glück setzt er wieder Dings ein. Nein, verdammt. Warum? Geschwindigkeit, Tech, okay. Scheiße. Ich glaube, wir werden hier verlieren. Kein Kraut. Oh, 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 das ist echt übel.
Oh, verdammt. Das läuft nicht gut. Der wird mich angreifen. Ratter ist leider erst Level 23. Ich muss gucken, dass ich Ratter dringend auflevel. Oh yeah. Na, das hat verdammt viel Leben gekostet. Oh, der Kopf ist schon abgebrochen. Oh, doch nicht. Tja, sag mal einmal. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Ich weiß, es wäre schöner, wenn wir ein paar mehr andere Monster Special Attacken sehen würden, aber aktuell ist das mein echt stärkstes Monster und hier ist es übelst schwer durchzukommen. Shit. Habe ich noch eine Schallbombe? Na komm, raus da. Okay. Zeit voll zu heilen und dann voll draufhauen. Solange der Kopf kaputt ist, können wir unsere Bindung nicht aufbauen. Oh, Gott sei Dank. Okay, Kopf ist gebrochen, alles klar. Moment, ich will den Schwanz hier abreißen. Okay, das ist gut. Dann kann ich so lange meinen Ratti wieder heilen. Okay, gut, wir haben viel Leben, Zeit zum Kämpfen. Oh nein, was? Schon wieder? Hat er schon wieder seine Resonanz genutzt? Das ist ein harter Gegnerpartnerin. Oh, verdammt. Ach nein, verdammt. Ich schmeiß uns auch noch runter. Hätte ich doch nur Stärke weiter genutzt. Verdammt. Warum hat er mich jetzt abgeworfen? Vielleicht muss ich mal kurz das Monster tauschen. Velocidrum. Und mein Leben pushen.
Ich werde sterben. Und ich habe keine Dings mehr. Und ich brenne. Oh Mann, verdammte Scheiße. Jetzt ist Ende. Ist doch klar. Oh nein, oh nein, oh nein. Toll, also nicht Angriff plus. Down. Und damit vorbei. Ich glaube, hier werde ich noch ein bisschen Hardcore trainieren müssen. Verdammter Mist. Tja, kein Zauberstand. Wo sind wir eigentlich hier? Ach, Mandelgaslabor, alles klar. Vulkansiedlung. Alles klar, dann zur Vulkansiedlung. Dann gucken wir mal, was wir für Monster gefangen haben. Wir haben ja noch ein paar... Ich glaube, wir haben uns einen T-Krex geholt, oder? Hm. Das ist nicht korrekt. Ach, da, Geofulkrit. Da will ich ja hin. Oh, aber da hätte ich mich heilen können. Verdammt, dann hätten wir ein Leben mehr gehabt. So, zack an. Ein Uragan, nice. Bam, bam. Nö. Was da drin ist, wissen wir ja. Oh, ist das süß. Oh, ich habe ein Mittelstück. Bingo. Und für die anderen beiden habe ich leider einfach gerade keine. Na gut, Leute, würde ich sagen, gehe ich trainieren und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hauen das blöde Vieh weg. Also bis dahin. Ciao, Leute.